Nee, so können wir das nicht machen. Doch, das geht. Okay. Oh mein Gott, ist das süß! Weniger am Arsch. Schneide ich jetzt die Kartoffeln weiter auf? Weil die müssen ja in der Mitte aufgeschnitten werden, damit man den Käse daran machen kann. Ja? Na ganz klar. Ich trinke mal einen Schluck. Bitte, was? Perfekt, da kann man was mitmachen. Wie mache ich das denn genau? Schneide ich einfach Scheiben? Machst du mal dickere Scheiben? Ich schneide jetzt mal dickere Scheiben. Schneid mal, Dicker, Scheiben! Sind die Scheiben dick genug? Scheibendicke ist perfekt! Zeig nochmal! Perfekt! Perfekt! Jetzt bräuchte ich eine Schale! Hast du mir eine Schale, Simon? Wozu? Weil ich die Kartoffeln reinlegen kann! Für die Kürbisse. Wir machen Kürbispommes. Die schneiden wir natürlich schön in dickere Scheiben hier. Damit man natürlich so Pommes-Scheiben halt, so wie dick die schönen Pommes sind. So, ich packe jetzt mal den Käse aus, den Waterkant. Ja! Was ist denn das für ein Käse? Ein frischer Käse. Wie frisch? Sehr frisch. Du kannst aber auch immer blöde Fragen stellen. Es tut mir leid. Nicht. Das war mir schon klar. So, Mülleimer ist wo? Das Plastik. Ja. Kommen wir hier rein. Plastik gehört bei euch, also die Spüle, okay. Ich schneide jetzt den Frischkäse. Nee, ich zerbröckel den Frischkäse, oder? Ich würfel den Frischkäse. Zerbröckelt? Ist perfekt. Quasi gebröckelt. Er wird gebröckelt. So, hier sieht man schön den Kürbis. Genau, wie Biochemie. Lecker. Jetzt ist mir allerdings ein kleines Stückchen Frischkäse runtergefallen. Zwei. Diese werde ich natürlich nicht mit reinschmeißen. Merkt euch das? Der Frischkäse, der auf dem Boden lag, gehört nicht zu den Kartoffeln. So! Man sieht nichts. Jetzt haben wir gleich mit dem Kürbis. Ach so. Knoblauch 10 schälen ist ganz schön anstrengend. Stell dich mal nicht so an. So, wir sehen hier wieder die schönen Stücke. Das ist jetzt hier unterschiedlich groß. Das macht nichts. Die sind ja auch rund. Die kann man dann... Kommt eher alles in den Bauch. Hätte man auch einen Eintopf draus machen. Theoretisch. Oder zwei Topf. So, du lachst immer so charmant. Charm. Haben wir noch ein zweites Blech? Ich weiß nicht wo. Das neue Kochstudio, ich habe keine Ahnung. Haben wir noch ein zweites Blech?